Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein paar Updates zu meinem Twitch-Kanal, denn unter anderem habe ich endlich ein neues Emote freigeschaltet und das werde ich euch alles in diesem Video zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Außerdem natürlich der Link zu meinem Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Wie natürlich immer, dort werden wir unter anderem auch heute ab 15 Uhr wieder eine Viewing-Party machen, wo wir uns die FNCS anschauen. Schaut da gerne vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da natürlich ein Follow da lasst, werdet ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen. Als erstes habe ich es jetzt so eingerichtet, dass falls ihr jetzt hier auf meiner Stream-Seite seid und ihr ein bisschen runterscrollt, dass ihr dort dann auch alle Panels sehen könnt. Das heißt, ihr könnt unter anderem hier einmal den Top-Cheer sehen, denn dann natürlich meine ganzen Subs, die ich habe. Daneben könnt ihr dann einmal meine ganzen Discord-Members sehen, meinen Twitter-Feed hier auch. Das heißt, hier werdet ihr auch alles über alles direkt informiert. Darunter, falls ihr dann noch nicht meinen Twitter-Kanal ausgecheckt habt, könnt ihr einfach hier raufklicken, kommt der instant auf euren Twitter-Account. Genauso natürlich mit meinem Discord-Kanal auch. Das heißt, falls ihr meinen Discord-Kanal sucht und das nicht in der Videobeschreibung hier machen wollt, könnt ihr das genauso gut auch in den Panels dort machen und da kommt, werdet ihr dann auch direkt weitergeleitet. Genauso auch mit den Spenden, das heißt, falls ihr spenden wollt, dann könnt ihr das auch hier direkt drüber mit diesem einzelnen Panel machen. Ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumter als vorher und bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden damit. Falls ihr noch weitere Ideen habt, was ich da noch reinpacken soll, schreibt es mir gerne natürlich in die Kommentare. Des Weiteren hatte ich ja schon angesprochen, dass es ein neues Emote auf meinem Kanal gibt und zwar für den ersten Sub, das heißt, wenn ein ganz mal Tier 1 Sub macht, dann werdet ihr das Emote bekommen. Für die Tier 2 oder Tier 3 habe ich nichts, da sollte so keine Subs sein werden. Gehe ich zumindest mal von aus. Falls irgendwann mal ein Sub dort kommen sollte, würde ich auf jeden Fall noch ein Emote hinzufügen. Allerdings erstmal natürlich nur mein eines Sub. Ich habe bisher noch keine weiteren, dass dieses Emote alle Twitch-Zuschauer werden das locker schon kennen, den klassischen Face-Ausdruck, wenn ich gerade komplett am Sweaten bin. Ich hoffe, euch gefällt das Emote auf jeden Fall. Schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr das natürlich bekommen wollt, könnt ihr auch gerne mit kostenlosen mit Twitch Prime reins haben. Dafür müsst ihr lediglich einmal hier oben auf diese Krone klicken. Zumindest geht das so auf PC, ich weiß nicht, wie das auf der Handy-App ist. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier einmal auf diesen Panel klicken und dann kommt ihr hier auf die Gaming.Amazon-Seite, das heißt, ihr könnt auch eigentlich direkt auf die Gaming.Amazon-Seite raufgehen und dann könnt ihr entweder Prime testen oder falls eure Eltern beispielsweise einen Prime-Account haben, könnt ihr das Ganze verknüpfen. Dafür müsst ihr hier nur einmal raufklicken. Dann werdet ihr im Prinzip einmal gefragt, ob ihr oder mit welchem Account ihr euch verbinden wollt. Dann müsst ihr euch natürlich logischerweise noch einmal anmelden und danach müsst ihr im Prinzip dann nur noch einmal eure Bankdaten angeben. Das ist nun mal so. Allerdings könntet ihr euch, glaube ich, tatsächlich direkt, nachdem ihr das abgeschlossen habt, auch wieder das Ganze kündigen, beziehungsweise natürlich vorher bei jemandem reinhaben, damit ihr das Ganze nutzen könnt. Danach allerdings direkt kündigen und dann habt ihr keine Probleme mehr damit. Wie gesagt, einmal müsst ihr allerdings hier das Konto angeben. Ansonsten natürlich, wie gesagt, wenn eure Eltern so oder so schon einen Account haben, müsst ihr das Ganze einfach nur mit dem verbinden und dann könnt ihr ganz kostenlos, ohne überhaupt einen Cent zu bezahlen, dann hier auf meinem Account reinsubben. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Dafür bekommt ihr, wie gesagt, die Emotes. Ihr müsst nicht vorher irgendwelche Werbung anschauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da noch der eine oder andere Sub mehr kommen würde, vor allem weil sehr, sehr viele Leute allein Amazon Prime Account haben und da wäre es ja verschwendetes Geld, wenn man bei gar keinem reinsubbt und es würde mich natürlich umso mehr freuen. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch bei jedem anderen Stream machen. Das war es dann auch schon soweit mit diesem Video. Muss heute mal ein kürzeres Video sein, da ich noch ein paar Probleme mit meinem PC hatte, das ein bisschen reparieren musste. Deshalb wird wahrscheinlich erst morgen das Video von der gestrigen Viewing Party kommen. Wird wahrscheinlich auch ein richtig nice Video werden. Und das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Wie gesagt, ab 15 Uhr werde ich auf Twitch live sein. Checkt da gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und dann bis dahin. Ciao.